Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei City Skylines. Wir sind dabei, unsere kleine Dock City weiter auszubauen. Im Moment ist alles noch ein bisschen strikt getrennt und ich muss jetzt mal eben hier was verändern, weil das ist nicht so, wie ich es eigentlich haben will. Deshalb pausiere ich kurz mal. Fliegende Autos! Was passiert, wenn ich jetzt wieder beschleunige? Schöne Zurück in die Zukunft Vorstellung. So, jetzt machen wir es nochmal vernünftig. Im Optimalfall. Lassen wir die Autobahn in den Kreisverkehr einmünden. Ja, super, hier ist super ekelhaft. Moment, den hier ausmachen. Die Eckstraße. Macht aber nichts, es wird funktionieren. Genau. Moment. So, dann machen wir die Autobahnauffahrt. Haben wir einmal den. Ja. Und wir müssen einmal rüber. Ha! Jetzt habe ich selbst Ecken in der Autobahnauffahrt gemacht. Das habt ihr davon. So viel dazu. Hallo, wendet der gerade da? Sonst haben wir nämlich nur eine einzige Ampel und das ist nämlich die da oben. Die wieder hier reinlässt in den Kreisverkehr. Alles andere können die sofort durch. Das sollte es wirklich entlasten. Ja, es fehlen euch überall Arbeiter, darum kümmere ich mich jetzt. Im Optimalfall kümmere ich mich darum.
Dum dum dum, nicht genug Geld, ich bin blank und arm. Was soll's, passiert. So, mal eben schauen. Bodenverschmutzung ist natürlich hier hoch. Meine Gewerbegebiete... Na, wäre ein bisschen besser. Feuersicherheit 30%, damit kann ich leben. Es gibt übrigens einen automatischen Abreißer als Mod. Habe ich auch in den Kommentaren gesehen. Das Problem ist einfach... Wenn man Mods installiert, gehen die Achievements nicht. Ja, ich habe gesehen, es gibt anscheinend auch einen Mod, der das korrigiert, dass es Achievements dann auch gibt, wenn man die, die Mods benutzt. Aber da glaube ich nicht so recht dran. Ich vertraue diese Mod nicht. Na, oh, jetzt kriegen wir schon die ersten Wasserprobleme. Wasserpumpstation. Setz die mal einfach da dran. Dann brauchen wir auch eine weitere Abwasserstation. Setzen wir hier dran. Dann machen wir die Verbindung zwischen beiden. Ich hätte einfach das andere Ding abreißen können. So. Die paar Euro müssen wir jetzt auch nicht sparen. Ich denke mal, es liegt am größten, zum größten Teil wirklich daran, dass die Arbeiter fehlen. Ich muss mal kurz gucken, wo der hin will. Komm, das verstehe ich nicht. Der fährt da rein. Hier rüber. Okay, und arbeitet in der Ice Cube Factory, ne? Ja, und die kommen nämlich im Moment über den Kreisverkehr. Dabei könnte ich doch viel geiler reinziehen. Hallo? Wenn sie die Straße annehmen. Dann müssen sie nämlich nicht hier über Autobahn oder über den Kreisverkehr gehen, sondern können direkt hier aus den Wohnsiedlungen einmal quer rüber ins Industriegebiet, wenn sie wollen. Ja, okay, der eine oder andere fährt da sogar rüber. Zu seiner Arbeitsstelle. Dann stehen die da alle.
Ein paar Zulaufstraßen sind ja okay. Ich will halt nur nicht, dass die Industrie da so durchbrettert. Die sollen alle schön kontrolliert über die Straßen fahren, die ich für richtig erachte. Und sonst nix. Schön, Mülldeponie zu 90% voll. Bauen wir da noch eine. Kann man nicht schon höhere Gewerbegebiete, wollte ich schon sagen. Ne, können wir aber nicht. So, da ist die Kapazität okay. Kriminalität 9%. Damit kann ich ja leben. Feuer 34%. Fehlt mir gerade eh das Geld. Deshalb warten wir nochmal eine Sekunde. Jetzt. Macht die Leute auch wieder glücklicher. Transportwesen. Boah, da muss ich mich auch noch drum kümmern, aber... Eins nach dem anderen immer. Stadtplanungsrichtlinien, kostenloser Nahverkehr, Verbot für starkes Verkehrsaufkommen. Wir haben unser Meilenstein-Bonus bekommen. Haben wir ein Energieproblem schon wieder? Ja. Wie ist das, wenn ich für die hier einen Park baue? Oder den Paradoxplatz? Treffpunkt für alle Gamer und Game Devs. Den nächsten gebaut, obwohl da müssen wir ihn noch um einen verschieben. So. Also Kreisverkehr sieht immer noch ganz okay aus in der Mitte. Auch die an der Seite scheint ja noch ganz gut zu funktionieren. Alles ist im Fluss.
Leute ziehen hinzu. Der Mini-Kreisverkehr hier oben verbindet halt das Gewerbegebiet mit den Wohngebieten. Da müssen die nämlich nicht durch den großen Kreisverkehr hier unten fahren. So, Einrichtung voll. Ist okay, wir haben eine neue Mülldeponie schon aufgebaut. Vielleicht kriegen die so auch endlich genügend Kunden hier rein. Und müssen halt nicht mehr so viel rummeckern. Keine Kunden hier. Genau, graden wir den mal ab mit den schönen Baumstraßen. Moment, ich will das mit Gras an der Seite haben. Können dann keine Autos mehr parken hier? Anscheinend. Die Straße wird dann zu eng. Sportauto geparkt. Junger Erwachsener. Arbeit bei Organic Food. Nicht genügend gebildete Arbeiter, aber jetzt suchen die schon gut gebildete. Ja, dafür gibt es natürlich noch keine Schule bei mir. Machen wir jetzt aber die Oberschule. Die setzen wir genau hier in die Mitte rein. 800 berechtigt und haben wir direkt eine Kapazität von 1000 drin. Grundschule ist dann auch noch genug. Wachst und gedeiht, meine Kinder. Während ich mich um eure Verkehrsprobleme kümmere, wenn es denn welche gibt. Zum Job kommt ihr ja erstmal ganz gut. Mehr darf ich noch nicht kaufen. Keine Verbesserung. Ich hoffe, der Platz reicht gleich. Ah, guckt, ein Kreisverkehr. Da könnt ihr rein und rausfahren, ohne dass er irgendwas bringt. Und sie sagen, ist so. Ja, jetzt stauen sich langsam hier im Industriegebiet ein wenig, das ist aber okay. Wir könnten natürlich auch noch mehr Autobahnzufahrten machen. Ich habe einen schwarzen Ledergeldbeutel gefunden. Das war auf jeden Fall meiner. Wenn denn 80 Millionen Euro YouTube-Money drin waren. Ach ja, das wär was.
Das wird der schönste Tag meines Lebens, wenn ich bei mir auf Arbeit kündige. Aus welchen Gründen auch immer. Aber es ist, glaube ich, ein gutes Gefühl, was Neues im Petto zu haben und dann einfach zu sagen, ach komm, ich gehe jetzt. Nein, so doch nicht. Ich will da rüberkommen. Kann ich nicht das Gebiet daneben kaufen? Natürlich nicht. Hier drüben habe ich das mit Einbahnstraßen gemacht. Nee, haben wir auch mit Auffahrt gemacht und Abfahrt. Oh, Müll staut sich. Ja, wir werden auch noch das Industriegebiet mit dem Gewerbegebiet verbinden, außerhalb dieses Dreierkreises, des Großen. Aber jetzt gerade habe ich eine andere Baustelle einfach. So viel dazu. Wie kann der meinen, dass das Gefälle zu steil ist? Runter. Dann machen wir den insgesamt noch ein bisschen. Na? Verdammte Hacke. Machen wir das Stück nochmal weg. Verflucht seist du. Da muss ich da anders rangehen. Ich muss von der anderen Seite kommen.
Wer kommt denn da? Mopedfahrer. Wo willst du denn hin, Kleiner? Ich krieg ihn gar nicht gepackt. So, jetzt. Charles Green. Okay. Arbeitet in der Box Factory. Fährt aber nach Emmontag Closes. Und dann fährt er unten auf der Autobahn auf und fährt dann hier bei der Autobahn wieder ab, oder was? Lustigerweise ist es wirklich der schnellste Weg. Ich würde auch einfach mit der Autobahn quer rumfahren. Funktional, Leute. Funktional. Diese Autobahnauffahrten sind alle funktional und sie funktionieren. Also, was will ich mehr? Außer, dass immer noch einige Bewohner fehlen. Nicht Bewohner, sondern, doch. Mitarbeiter sind im Moment ein bisschen rar noch. So, das sieht ja insgesamt alles ganz gut aus. Wurden schon wieder Gebäude verlassen da oben. Ach ja. Ich mag meine Stadt schon ein wenig. 6000 Arbeiter gehen ihrem Treiben nach. Verkehrstechnisch gibt es so ein paar Knotenpunkte. Aber das kriegen wir auch noch hin. Zum Beispiel hier auf die Autobahn. Obwohl es fließt. Der Verkehr fließt ja. Was soll denn hier passieren? Das kann rot sein, so viel es will. Und hier vorne staut sich auch keiner bis zum Arsch der Welt. Jetzt hier oben ins Gewerbegebiet. Das kriegen wir auch noch irgendwie hin. Ah, die Pyramiden sind tatsächlich Landeplattformen für Außerirdische. Ich finde, verkehrstechnisch sieht es ganz okay aus. Aber ihr könnt das ja in die Kommentare schreiben, ob ihr glaubt, dass ich hier wieder das Chaos am Ende mache. Ich denke nicht. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Doc. Ciao.